Ich zeige euch heute alle 9 Secrets in Pets unter 99. Von unendlich Titanic Pet Glitches bis hin zu der gelösten Scavenger Hunt ist wirklich alles dabei. Fangen wir dann aber erstmal an mit der gelösten Scavenger Hunt, Leute. Denn mit dem neuen Pets unter 99 Update haben wir eine Scavenger Hunt raus, die sehr simpel angefangen hat. Ich müsste hier vor dem blauen Haus erstmal in den Chat Knock Knock schreiben. Das macht ihr erstmal, dann poppt hier erstmal ein E auf. Das könnt ihr dann so oft drücken, wie ihr es halt drücken müsst. Wenn ihr es oft genug drückt, kommt dann jemand Spezielles hervor. Da ist der Mann der Stunde. Da kommt erstmal Preston raus im Haus, Leute. Und schreibt erstmal in den Chat: Why did the bicycle fall over? Because it was too tired. Also halt irgendwelche Flachwitze. Aber unter diesen Flachwitzen ist auch diese Nachricht versteckt, in der Preston schreibt: Erinnert dich an 5324. Es könnte vielleicht was bedeuten. Und ja, Leute, es bedeutete was. Nämlich, wenn wir zu Runic Altar Area gehen, was Area 72 ist, beim Dealer Merchant halt, dann sehen wir auf den Runen teilweise keinen Runen aufgeschrieben, sondern wirkliche Zahlen. Zum Beispiel hier ist eine 5, da ist die 3, da ist die 2 und hier ist die 4. Die wollt ihr alle in der richtigen Reihenfolge drücken. Das heißt 5, 3, 2, 4. Also eigentlich auch so ziemlich die Reihenfolge, wie sie hier auftauchen. Also klickt erstmal auf die 5, dann auf die 3, danach auf die 2 und danach auf die 4. Und was passiert dann? Eine Passage wurde herausgefunden oder hat sich bekenntlich gemacht. Wenn wir den erstmal hinterhergehen, sehen wir, dass in Area 31 bei der Pyramiden-Obby erstmal etwas Neues dazu kam. In der Pyramiden-Obby sehen wir nämlich jetzt dorthin ein Tor, was davor noch nicht mehr existiert hat. Und außerhalb von diesem Tor sehen wir seit dem neuesten Update auch erstmal in dieser Area, beziehungsweise in dieser Obby, überall versteckte Buchstaben. Zum Beispiel hinter diesem Schild ist ein O versteckt. Warte, wo ist das O? Ah, da ist das O. Hier ist ein O versteckt und so weiter, das sind sehr viele Buchstaben. Und diese Buchstaben ergeben dann das Wort Snowman, beziehungsweise Schneemann auf Deutsch. Das heißt, ihr müsst dann erstmal aus der Obby euch entfernen, nachdem ihr alle Buchstaben gefunden habt. Übrigens, ein Buchstabe ist nochmal das M, das ist ganz hinten hier hin. Warte, wir warten kurz. Ich will nicht runtergekickt werden. So, genau, hier ist nochmal kurz ein M, Leute. Auf jeden Fall ergeben all diese Buchstaben das Wort Snowman. Was ihr danach machen wollt, ist erstmal aus der Obby euch entfernen und lustigerweise auf alle Nasen der Schneemänner klicken. Also jetzt mal kein Spaß. Ihr müsst wirklich auf alle Nasen von den Schneemännern klicken. Aber zum Glück gibt es nur 4 Areas mit Schneemännern. Also ist das nicht so schwer. Wir fangen mit der spätesten Area an. Das ist Area 65. Wir fangen von oben nach unten an. Das heißt, hier oben klicken wir erstmal auf alle Nasen einmal. Wir machen zur Sicherheit zweimal einfach mal. Was aber nicht schwer sein sollte. Weil, wie gesagt, es gibt nur 4 Areas mit Schneemännern. Sobald ihr das dann bei der Area 65 gemacht habt, könnt ihr sehr, sehr viele Areas erstmal überspringen. Ich wollte danach erstmal zu Area 40 gehen, denn hier sind wieder ein paar Schneemänner. Hier oben beim Sledge Race ist gar keiner. Es gibt theoretisch auch beim Sledge Race Schneemänner, aber ich glaube, die zählen nicht dazu. Werden wir ja eh gleich herausfinden, ob die dazu zählen. Weil die zu klicken auf deren Nase, das wäre sehr, sehr ehrenlos, weil die eben nur sehr wenig Zeit bekommen tatsächlich. Wir bekommen sehr wenig Zeit, um die überhaupt anzuklicken beim Sledge Race. Deswegen hoffen wir mal, dass nicht der Sledge Race dazu zählt. So, dann gibt es hier noch bei Area 39 beim Advanced Merchant 2 Stücke, die wir kurz auf deren Nasen klicken. Dann hier Area 38 könnt ihr skippen und dann Area 37 ist die letzte Area mit Schneemännern. Und dann steht da unten erstmal, a passage has been opened. Das heißt, genauso wie bei den Ruinen, beziehungsweise bei den Runen. Dann wollt ihr erstmal wieder zu Area 31 gehen, Leute. In die Pyramid-Obby rein. Und gleich werdet ihr etwas sehr Interessantes sehen, Leute. Nämlich eine coole Sache, wenn ihr unter einer Fackel läuft, dann geht die manchmal aus. Ne, seht ihr hier, gerade eben ist die Fackel ausgegangen, ne? Aber worum es eigentlich geht, Leute, ist, dass hier unten erstmal das Tor entfernt wurde. Der Schlüssel, das Schloss, was halt geknackt werden muss mit dem Schlüssel, ist einfach weg deswegen, weil wir eben die Schneemänner gemacht haben. Wir können halt hier erstmal reingehen. Was wir dann erstmal machen wollen, ist hier oben einfach so zu stehen, darunter zu stehen, daneben zu stehen. Danach müssen wir erstmal hier auf die Box klicken. Da steht dann Aspicius in Futurum et Omnia Revelabutur. Also Google Übersetzer sagt mir, das heißt, schauen, sehen die Zukunft und alles wird enthüllt. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber wenn wir dann auf OK klicken, steht da, dass man eigentlich ein Mystery Ticket bekommen soll. Da steht aber, du bist zu spät, Mystery Tickets sind alle leer gegangen. Also the Mystery Tickets have vanished. Das heißt, ich bin wortwörtlich vielleicht eine halbe Stunde zu spät bei dem Secret und krieg deswegen keine Mystery Tickets. Aber um das auszugleichen, Leute, gehen wir jetzt erstmal in die Trading Plaza. Und ich sehe gerade beim Terminal, der kostet 2,6 Millionen Gems. Aber wir müssen ein paar Sachen verkaufen, damit wir erstmal genug Gems haben, um überhaupt den zu kaufen. Und da haben wir das Mystery Ticket. Warte, wir traden den mal an. Vielleicht können wir auch direkt mit dem traden, weil mir fehlen ja offensichtlich die Gems. Und nein, der Twins Ondian, verdammt. Da muss wohl schnell jemand meine Nightmare-Kraken kaufen für 40k unter Rap-Value. Da ist noch ein Mystery-Ticket für 999.
20 Millionen. Ja gut, das werde ich mir, glaube ich, nicht leisten. Okay, der erste wurde gekauft. Komm, bitte kauf mehr. Nein, der geht weg. Oh Mann. Ja, ich muss ja immer noch 2 verkaufen, damit ich überhaupt genug Gems habe für dieses Mystery-Ticket. Theoretisch muss ich aber nicht 2 Nightmare-Kraken im End verkaufen. Ich kann einen wieder hier rauswerfen aus meinem Ding. Den mit irgendeinem anderen Exclusive austauschen. Also diesem Unicorn-Dragon hier. Den werfe ich auch einfach so für 170k rein. Vor allem neben einen Typen, der den für 215k reinwirft. Ich bin so ein Ehremann. Oh, 1,44 Millionen, das kaufe ich. Oh mein Gott. Was? Okay, das ist wild. Haben wir jetzt erstmal für 1,44 Millionen ein Mystery-Ticket gekauft. Okay, das ist tatsächlich 1,2 Millionen under. Natürlich, es kann noch sein, dass der Wert sinken wird. Dabei bin ich mir aber auch nicht so sicher, weil ich glaube auch, dass man dieses Ticket benutzen kann in zukünftigen Updates oder irgendwie sowas für ein weiteres Secret, wo man dann mit diesem Ticket vielleicht sogar ein Huge bekommt. Deswegen habe ich extra so wollte ein paar Exclusive von mir verkaufen, damit ich wenigstens ein Mysterious Ticket habe, weil man durch das Event ja mal keine mehr bekommt. Fangen wir dann aber erstmal an mit einem neuen Feature aus dem neuen Update, nämlich den Index Rewards. Falls ihr es nämlich nicht mitbekommen habt, Leute, seit dem neuen Patch 99 Update gibt es zum einen erstmal, wenn wir zum Index gehen, unten rechts einen Rewards Shop. Wenn wir da draufklicken, können wir erstmal hier sehr viele Sachen kaufen. Einmal Potions, eine Small Box, die ihr euch auf jeden Fall nicht kaufen solltet. Dann könnt ihr hier nochmal einen Daycare Slot kaufen, mit dem ihr erstmal mehr Daycare Slots bekommen könnt. Was schon ziemlich gut ist, ehrlich gesagt, weil Daycare sind mittlerweile tatsächlich gut. Noch ein paar Spinny Wheel Tickets, Diamond Schaufeln und auch eine Diamanten Angel kaufen. Und nochmal vieles mehr. Die könnt ihr erstmal mit den Index Tokens kaufen, die ihr ganz einfach bekommt, indem ihr einfach alle eure Pets sammelt. Nämlich pro Pet, das ihr sammelt, das heißt ja zum Beispiel dieser Mystical Fox hier, bekommt ihr einen Punkt. Das heißt, ihr könnt insgesamt pro Pet insgesamt 6 Punkte bekommen. Bedeutet halt einmal in Normal, einmal in Gold, einmal in Rainbow und dann nochmal einmal in Shiny, Normal, Shiny, Gold und Shiny, Rainbow. Deswegen sammle ich auch zum Beispiel gerade mein Index hier und bin deswegen jetzt auch schon bei 1116 Tokens, weil ich eben die goldene Angel haben möchte. Goldene Schaufel wäre auch gut, aber ich glaube ehrlich gesagt, ich gehe doch lieber auf die goldene Schaufel, verkaufe die für teuer und habe da immer noch ein paar Gem-Profite und trotzdem die goldene Angel. Ein anderer Weg, mit dem ihr erstmal noch mehr Indexpunkte bekommen könnt, sind Huges und Titanic Pets. Nämlich, wenn wir hier erstmal hier nach Huge suchen, sehen wir sehr, sehr viele Huges, ne, ganz normal. Aber das Ding ist halt, jedes Huge, was ihr hier im Index habt, sind nicht wie bei den normalen Pets ein Punkt wert, sondern 5 Punkte wert. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Huge in Normal, Gold, Shiny, Shiny, Gold, Normal, Rainbow und Shiny, Rainbow habt, kriegt ihr nicht 6 Punkte, sondern 30 Punkte. Und das wird noch schlimmer bei den Titanics. Nämlich, wenn ich hier irgendein Titanic-Pet habt, in Normal, Shiny, dann Gold, Shiny, dann nochmal Rainbow, Shiny, kriegt ihr auch anstelle von 6 oder 30 Punkten einfach 60 Punkte für das Pet. Also das bedeutet, ihr kriegt halt pro Huge-Pet, was ihr bekommt im Index, 5 Punkte und pro Titanic-Pet 10 Punkte. Deswegen habe ich auch so viele Punkte, obwohl hier nur steht für 50 Collected. Ich habe natürlich mehr Collected, ne, wenn wir zu Gold gehen, steht hier nochmal 332 extra. Bei Rainbow das gleiche. Wenn ich nochmal Shiny aktiviere, das gleiche. Dann hier nochmal ein bisschen extra und hier nochmal ein bisschen extra. Aber ich würde mich an eurer Stelle, ehrlich gesagt, jetzt nicht wirklich auf die Huges oder Titanics fokussieren. Ich würde mich an eurer Stelle erstmal anfangen, langsam aber stetig, die Pets zu sammeln. Ich würde halt anfangen mit den normalen Pets, dass ihr erstmal alle normalen Pets aus den Eggs hatcht. Also auch nicht irgendwelche Exclusive Pets euch ertradet, sondern wirklich erstmal anfängt, normal Eggs zu hatchen. Ihr könnt nebenbei auch erstmal in der besten Area AFK farmen, indem ihr einfach dorthin springt, eine schöne Magnet Flag platziert. Denn seit dem neuen Update könnt ihr auch nicht nur eine Flagge platzieren, sondern insgesamt bis zu 24 Flaggen platzieren, was insgesamt 2 Stunden Dauer sind. Das heißt, ich kann dann erstmal hier maximal platzieren und das sind dann erstmal 24 bzw. 2 Stunden halt. Da klickt ihr nochmal, falls ihr den Game Pass habt, auf Autofarmen. Ansonsten könnt ihr einfach nicht Autofarmen, das ist halt einfach so. Und lässt eure Pets hier erstmal ackern. Am besten ihr aktiviert noch ein paar Booster, ne, damit ihr mehr Damage macht und was weiß ich nicht alles. Früchte auf jeden Fall benutzen, das ist sehr, sehr wichtig, weil Früchte habt ihr eh genug. Ich meine, ich habe über 1000 hier. Toys kann man auch benutzen. Auf jeden Fall Sachen halt, die euch boosten. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Denn ihr wollt natürlich auch gut Coins, gut Gems, gut Items farmen, währenddessen ihr eh für den Index farmt. Vor allem, wenn ihr den Super Drops Game Pass habt. Weil der bringt euch ab und zu auch Drops wie Secret Keys oder halt Lower und Upper Halves. Zum Beispiel, ich habe hier wieder 3 Lower Halves. Es ist wirklich so schlimm. Ich habe hier zum Beispiel auch 209 Crystal Key Lower Halves. Also nicht Secret Key Lower Halves, sondern normale Crystal Key Lower Halves. Und ey, das ist so ehrenlos. Also jetzt mal ehrlich. Auf jeden Fall wollt ihr das da machen und dann erstmal den Index durchfarmen. Doch das ist nicht der einzige Grund, weswegen ihr den Index durchfarmen solltet. Denn Leute, ihr bekommt natürlich erstmal Punkte für den Index-Shop, der schon ganz gut ist. Ich meine, wenn ihr
3120 Punkte bekommt, was sogar machbar wäre. Ich meine, wir rechnen einfach mal hier bei meinen normalen Pets. Sagen wir 50 Pets weg. Ich glaube nicht, dass ich mehr als 50 Judas und Titanic Pets insgesamt in Pets Otter 99 hatte. Das heißt 400 mal 6. Wobei, das wären nur 2400 Coins. Ich glaube doch nicht, dass sich das so sehr lohnt. Ohne Huge Pets halt. Es kann tatsächlich sein, dass man wirklich diese Diamantenangel und Schaufel tatsächlich nur mit Huges und Titanics im Index schafft, ehrlich gesagt. Aber egal, ihr macht sowieso den Index nicht für den Shop, sondern eher für das Clan-Event. Ich gibt es ja jetzt erstmal ein neues Clan-Event, das nennt sich Pet Collecting Battle. Und dort gelten eigentlich die gleichen Regeln wie beim Index. Nur, dass ihr die Pets auch im Inventar behalten müsst. Das heißt, ihr könnt nicht wie bei den Indexpunkten einfach eure Pets dann weggeben, sondern ihr müsst tatsächlich diese Pets bis zum Ende des Clan-Battles im Inventar behalten. Und außerdem sehe ich, hier gibt es einen Clan einfach mit 109k Punkten. Das würde ich mir mal anschauen. 2000 Punkte, was ist denn da los? Keiner über 3000. Das heißt, auch gar keiner von denen kann sich überhaupt eine Diamond-Schaufel oder eine Diamantenangel kaufen. Aber das ist schon gottlos viel, die Punkte, die die haben. Welcher Platz sind denn wir eigentlich mit Club Based? Muss auch so sehen, ich habe hier alleine 1500 Punkte gesammelt. Und das halt größtenteils wegen Rainbow, Goldene, Shiny und normale Pets. Und ich bin ja erst noch am Hatchen. Denn man kann ja auch hier auch nochmal beim Index sehen. 450 normal, aber wenn ich zu Shiny gehe, steht da 234. Also da fehlt mir auf jeden Fall noch was. Da Conny mit 1780 ist schon ordentlich. Wir haben keinen im Clan, der 2000 hat. Wir haben hier einen mit 1760, was schon ordentlich ist, bin ich ehrlich. Aber Leute, hier müssen wir hatchen. Was ist denn da los? Auf jeden Fall haben wir insgesamt 47k Tokens, was die Hälfte vom Platz 1 Clan ist, was uns auf nicht mal 50 bringt. Was ist denn das? Also da muss auf jeden Fall mehr gehatcht werden. Das kann man sich doch nicht geben. Ha, wir sind Platz 75. Das ist doch peinlich. Nicht mal Platz 50. Auf jeden Fall, wenn ihr dann erstmal in Top 50, Top 3 oder sogar Top 1 seid, was ihr ehrlich gesagt nicht mal ohne Huges oder ohne Titanic schaffen werdet, Top 1 oder Top 3. Aber wenn ihr auf jeden Fall in den Top 50 seid, Top 50 ist tatsächlich machbar, dann kriegt ihr erstmal hier die M10 Booth. Was einfach eine Booth ist für die Trading Plaza. Ja, kann was an Wert haben. Ich frage mich außerdem gerade nebenbei, zählen für den Index und die Indexpunkte im Clan auch Booths? Also für die Indexpunkte kann sein, dass erstmal Booths und Bücher auch dafür zählen. Aber hier steht ja Collect the Most Unique Pets. Also ich glaube nicht, dass die dann erstmal für den Clan-Battle zählen werden. Auf jeden Fall, wenn wir aber trotzdem zu den Booths gehen und zum Beispiel zur Parrot Booth, nee, das ist die falsche Booth, da genau zur Present Booth gehen, sehen wir, dass die 9 Millionen Gems wert ist. Und in die Cupcake Booth ist 4,46 Millionen Gems wert. Was die Booth von davor sein sollte, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich meine, das sind schon ein paar nette Gems, bin ich ehrlich. Aber wenn ihr dann erstmal in den Top 3 seid, uiuiui, dann gibt es fette Profite. Ich bekomme die erstmal Exclusive Emoji Eggs, sogar mehrere von. Ich glaube, bei Platz 3, bis in den Top 3 kriegt ihr 5 Exclusive Eggs. Kann auch sein, dass ich mich gerade falsch dran erinnere. Auf jeden Fall kriegt ihr trotzdem Exclusive Emoji Eggs. Und dann ist mir in den Top 3, kriegt ihr dazu nochmal das Pegasus Hoverboard. Wenn wir erstmal die Preise uns anschauen, zu den anderen Hoverboards sehen wir, dass auch die sehr gut an Wert steigen. Blobfish Hoverboard 67 Millionen. Present Hoverboard auch nochmal 84 Millionen Gems. Also das ist schon ordentlich viele Huges, bin ich ehrlich. Und wenn ihr dann es sogar hinbekommt, Platz 1 zu schaffen, bekommt ihr erstmal den Huge Sensei Penguin. Und die sind halt wortwörtlich ein Titanic Pet wert. Wirklich, diese Top 1 Huges bei Clan Battles sind wirklich ein Titanic Pet wert, weil die eben so selten sind. Weil die eben maximal 50 Mal existieren können. Und das ist halt mega insane. Und wie gesagt, die beste Methode ist tatsächlich einfach, nacheinander die Eggs abzuarbeiten. Das heißt, ihr fangt zuerst an mit den normalen Pets. Sobald ihr fertig mit denen seid, könnt ihr zu den goldenen Pets gehen. Sobald ihr alle goldenen Pets fertig habt, könnt ihr dann erstmal zu den Rainbow Pets gehen. Sobald ihr dann die fertig habt, macht ihr das gleiche nochmal, aber mit Shiny. Oder ihr macht es wie ich. Ich mache normal die normalen Pets. Danach erstmal die normalen Shiny Pets. Und sobald ich dann fertig mit den normalen Shiny Pets bin, fokussiere ich mich auf die normalen goldenen Pets. Danach auf die goldenen Shiny Pets. Danach wieder das gleiche mit den Rainbow Pets. Eine Sache, die ihr aber außerdem nicht vergessen dürft, wenn ihr erstmal mit selteneren Shiny Pets rumhantiert, die wirklich teilweise sehr selten werden, könnt ihr tatsächlich zur Gold Booth gehen, beziehungsweise zur Gold Station gehen und erstmal eure Shiny Pets von normal in Gold umwandeln. Aber achtet darauf, dass ihr nur Shiny Pets umwandelt, die auch erstmal übrig bleiben können. Zum Beispiel diesen Huge Angel Dog kann ich nicht Gold machen, weil ich eben nur 10 von denen habe. Hätte ich 11 von denen, wäre das fein. Aber ihr dürft nicht vergessen, ihr dürft nicht weniger als einen in eurem Inventar haben, weil sonst zählt das nicht zum Clan. Es zählt zwar für die Punkte, für die Indexpunkte, aber nicht zum Clan-Battle. Deswegen diese 20 darf ich auch nur einmal upgraden. Und das bringt halt wirklich, das verhilft euch sehr, sobald ihr anfängt, Shiny Pets zu sammeln. Theoretisch könnt ihr auch erstmal Pets fusen, wenn ihr wollt, aber das bringt nicht wirklich viel. Das kostet zwar auch nicht viele Gems fusen, aber wie gesagt, ihr kriegt halt
sammelt selten neue Pets. Außerdem könnt ihr auch nicht alle eure Pets aus irgendeinem Grund fusen. Natürlich, wenn ihr zu viele von einem Pet habt, geht das sowieso nicht. Weil ihr könnt maximal 100 Pets auswählen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hier unten runter scrolle und versuche, 100 Dalmatiner zu fusen, geht das? Okay, dann haben die das gefixt, weil es ging eine Zeit lang nicht. Aber ihr seht, ich kriege eine normale Kuh. Das bringt jetzt nicht wirklich viel. Ihr bekommt halt nur sehr, sehr selten Shiny Pets hier raus. Aha, hier, guckt mal, ich kann keine 100 goldenen Cats fusen. Genau das meinte ich. Wenn die Pets zu schlecht sind, könnt ihr die trotzdem nicht fusen, aus irgendeinem Grund. Aber wie gesagt, lohnt sich das sowieso nicht, weil die Chancen, ein Shiny Pets daraus aus dem Fuse zu bekommen, sind ultra niedrig. Also die sind halt wortwörtlich bei 1 zu 100. Da lohnt es sich wirklich mehr einfach, das Egg zu hatchen. Die nächsten Secrets sind tatsächlich ziemlich cool, denn es gibt seit dem neuen Update 3 neue Secret Routes in Pets unter 99. Nämlich, wenn ihr hier vorne in der neuen Area euren dritten Rebirth macht, bekommt ihr als Belohnung erstmal einen Secret Key. Dazu gibt es erstmal, wie gesagt, 3 Orte, wo ihr die benutzen könnt. Einmal in Area 15. Dort gibt es einmal hier vorne bei dem magischen Baum, der immer bisher leer war, endlich ein Schloss und die Möglichkeit, den mit einem Secret Key zu öffnen. Wir können auch erstmal reingehen. Und wenn wir dort erstmal hier ankommen, sehen wir einen Merchant mit crazy Deals. Pick only one. Also wir können nur einen auswählen, was vielleicht gut sein wird, vielleicht auch nicht. Das ist halt sehr glückabhängig. Denn wenn wir da reingehen, sehen wir, ich kriege 2 alte Schuhe und den Speed 4 Buch. Das ist nicht wirklich gut. Aber es können auch Sachen dabei sein, wie seltene Charms. Es gibt ja wortwörtlich Royalty Charms und so weiter und so weiter, die ihr aus dieser Secret-Tür bekommen könnt. Das können wir nochmal kurz austesten. Wir jetzt beim zweiten Mal ein bisschen mehr Glück haben. Deswegen, let's go, bitte, bitte, bitte. Und wir kriegen diesmal nur Schuhe. Also diesmal hatten wir leider Gottes keinen Glück. Ich konnte wieder 5 Secret Keys zusammensammeln. Deswegen würde ich sagen, probieren wir erstmal weitere Male, ob wir vielleicht wirklich erstmal gleich einen Charm, am besten sogar Royalty oder den neuen Charm. Wir bekommen diesmal Lucky X 5 und halt ein bisschen Müll. Naja. Ich meine, es ist aber trotzdem besser als ein Speed 5 Buch, bin ich ehrlich. Als nächstes bekommen wir Treasure Hunter 5. Das ist Trash. Also das ist einfach nur schlecht. Also ich hätte diese 5 Keys jetzt auch für 1, noch was Gems verkaufen können. Jetzt haben wir wieder nichts bekommen. Naja, naja, naja. Wir haben bisher circa 500.000 Gems gewastet, würde ich schätzen. Und jetzt kommen die nächsten 200.000. Let's go. Ey, wieder gar nichts. Also ich glaube, die haben wirklich den Baum einfach genervt, weil man hat davor viel öfter krasse Sachen bekommen. Und jetzt bekommen wir aber gar nichts. Komm schon, let's go. Letzter Schlüssel, wir bekommen, oh mein Gott, 3 Divine Damage Potions. Und einen Tap Power 6 Buch. Das heißt, jetzt kriegen wir endlich was Vernünftiges. Ich glaube, ich nehme die Damage Potions, weil Tap Power ist Trash. Aber es hat tatsächlich auf sich warten lassen. Dann gibt es erstmal noch bei Area 33, also dem Wilden Westen, die nächste Secret-Tür. Nämlich hier vorne bei dem General Store. Da können wir erstmal reingehen. Natürlich wieder mit einer Secret Key öffnen. Und dann können wir erstmal eine von 3 Kisten auswählen. Ich nehme einfach mal die Mitte, ne? Hoffentlich habe ich Glück und wir bekommen eine Diamond 6 Potion. Stabil. Wie viele sind das denn? Nur eine. Okay, ist nicht so wild. Aber es ist nicht das Beste, was wir hätten bekommen können. Eine Rainbow Sword hätten wir bekommen können und ich glaube Strong Pets 5. Was vielleicht 20.000 bis 40.000 Gems wert ist. Also wir haben tatsächlich das Beste bekommen. Außerdem, wenn wir eh schon bei dieser Area sind, es gibt hinter diesem Haus, bis in diesem Plumpsklo, eine kleine witzige Animation, in der wir erstmal eine Toilet Cat in dem Plumpsklo sehen werden. Da ist es, Leute. Da ist die Toilet Cat. Die Skimmy, die Toilet Cat. Ja, sieht ehrlich gesagt ein wenig aus. Einfach nur wie eine Cat, die in der Toilette festhängt. Können wir da nicht reingehen. So, wenn wir jetzt versuchen reinzugehen, geht aber nicht, ne? Und eigentlich sollte die auch langsam anfangen, ihre Tür zu schließen. Warum ist die immer noch offen? Ah, jetzt ist es zu. So ein Secret gibt es natürlich auch erstmal beim Spawn, Leute. Und nochmal an vielen anderen Seiten vom Spiel. Da gibt es so kleine Secrets, wo Pets aus Gebäuden rauslaufen und in andere Gebäude reinlaufen. Wie zum Beispiel jetzt hier. Hier laufen auch öfter irgendwelche Basic Pets einfach herum. Das heißt, irgendwelche Hunde, Katzen, Eichhörnchen oder auch zum Beispiel Papageien. Die dürfen dann von diesem orangenen Haus in dieses orangene Haus? Ist ja ziemlich passend, sage ich ehrlich. Oh, da ist eine Cat! Oh mein Gott! Da ist eine Cat, genau. Sie ist von dem einen Haus in das andere Haus gegangen. Ey, ich habe gerade locker 5 Minuten extra für dieses kleine Ding gewartet. Die sind ja richtig schnell. Ihr habt jetzt gerade gesehen, die laufen von diesem Haus in das andere Haus rein. Bedeutet nicht, ihr seid Anfang des Spiels schon draußen, aber ist schon witzig. Die dritte Secret-Tür ist dann erstmal in Area 58. Dort gibt es erstmal hier, wie gesagt, auch nochmal ein Schloss, was wir öffnen können. Und wenn wir hier reingehen, sehen wir erstmal hier ein Glücksrad, wo wir mit 1%iger Chance einfach 50 Crystal Keys bekommen. Mit 9%iger Chance 10. Und dann halt natürlich, ne, 20% 3, 40% einem. Und dann erstmal hier 2 Trash-Dinger bekommen können. Wir spinnen das einmal und wir bekommen daraus erstmal, komm schon, wir kriegen das Schlechteste. Willst du mich was? Das ist wortwörtlich das Schlechteste, was wir hätten bekommen können. Wir haben gerade aus 240.000 Gems 4.000 Gems gemacht. Das
seht ihr, Rap 3,6k, nicht mal 4000 Gems. Was ist das denn für ein Müll? Digga, wir hätten gerade 50 Crystal Keys bekommen können. Wir kriegen den Lower Half. Das kannst du keinem erzählen. Das nächste Secret ist erstmal das hier, das neue Robux-Item. Die Smallbox 100 Robux free to play bekommen könnt. Und damit meine ich nicht Trading. Kosten zwar auch nur 46k Gems, aber die könnt ihr auch nicht nur durch Trading bekommen, sondern auch wirklich free to play gedroppt bekommen. Ich meine, ich habe hier schon 5 gedroppt bekommen und habe hier unten nochmal eine weitere. Deswegen, die sind halt wirklich nicht selten zu bekommen. Was ihr dafür erstmal machen wollt, ist einfach ganz normal. Einfach in der letzten Area farmen. Theoretisch, wenn ihr erstmal eure Chancen erhöhen wollt, könnt ihr erstmal den Chess-Memory-Buch reinmachen, wenn ihr könnt. Oder halt, wenn ihr es nicht könnt, einfach Treasure Hunter-Bücher reinmachen. Ich glaube, durch die Lucky Block-Bücher werdet ihr die nicht bekommen, bin ich ehrlich. Aber ja, das ist, was ihr machen könnt. Um erstmal schneller Free-to-Play eine Smallbox zu bekommen. Und ich sage aber auch ehrlich, wenn ihr wirklich eine Smallbox haben wollt, es geht schneller, wenn ihr hier auf Gems geht, dann einfach die Box für 40.000, 50.000 Gems kauft. Also das ist jetzt nicht wirklich die Welt. Beim nächsten Secret geht es erstmal um das Lucky Block Update, Spiel, Event. Also halt um das Minigame, was neu rauskam. Nämlich könnt ihr dort leider nur 3 schwarze Lucky Blöcke abbauen. Falls ihr nicht wisst, alle 10.000 Punkte kriegt ihr halt einen schwarzen Lucky Block. Und in dem ist erstmal sehr krasser Loot drin. Das Problem aber, wie gesagt, ist erstmal, dass ihr maximal 3 abbauen könnt. Sobald ihr dann 3 abgebaut habt, habt ihr dann nicht mehr irgendwie 10 Minuten Zeit, sondern nur noch 20 Sekunden Zeit. Und das ist sehr schlecht. Und um das zu fixen, habe ich eine kleine Methode herausgefunden. Nämlich wollt ihr erstmal ein Magnet 3 Buch reinwerfen, ganz normal. Da ist mein Super Lightning Buch, falls ihr eins habt. Falls ihr keins habt, ist nicht schlimm. Packt einfach noch ein Criticals Buch oder so rein. Da wollt ihr erstmal ein Criticals Buch reinwerfen. Am besten sogar 2 Criticals Bücher. Und zum Schluss nochmal ein Strong Pets Buch. Und dann halt die restlichen 3 Slots, falls ihr die Slots überhaupt habt, mit Treasure Hunter Büchern. Danach wollt ihr ganz normal erstmal alle eure Früchte aktivieren, alle eure Spielzeuge aktivieren und erstmal Damage Diamonds, weil Diamonds kriegt ihr auch ganz gut durch die Area, Speed und Treasure Hunter Tränke benutzen. Wenn ihr die alle aktiviert habt, geht ihr erstmal hier in das Lucky Block Event rein und fangt erstmal an, alles einfach abzubauen. Aber ganz wichtig, sobald dann erstmal ein schwarzer Lucky Block gespawnt ist, wollt ihr den nicht abbauen, sondern ihr wollt erstmal die alle aufsparen, bis ihr nur noch 5 Minuten habt. Das heißt, ihr wollt erstmal 10 Minuten lang einfach mal farmen. Okay, Leute, wir haben fast nur noch 5 Minuten Zeit. Wir haben ein bisschen mehr als 5 Minuten Zeit natürlich. Aber wenn jetzt eure Pets nicht so stark sind, könnt ihr jetzt erstmal anfangen, die Lucky Blöcke runter auf 50Q bis 20Q runterzuschlagen. Je nachdem, wie stark eure Pets sind. Wenn eure Pets so stark sind wie bei mir, dann 20Q. Ich meine 50Q. Wenn die aber schwächer sind als meine, dann 20Q. Warum ihr die nicht abbauen wollt, ist ganz einfach, Leute. Denn wie gesagt, wenn ihr über 3 abbaut, bis ihr sich glaubt, ab 3, dann wird eure Zeit komplett verkürzt. Das heißt, sie wird einfach komplett abgebrochen. So, wir wollen jetzt erstmal vorbereiten, dass wir die jetzt im Fall der Fälle schon mal easy kaputt machen können. Aber noch nicht kaputt machen. Denn wir kriegen einen kleinen Buffer, nachdem wir 3 Dinger kaputt gemacht haben. Nämlich einen Buffer von 20 Sekunden. Und den nutzen wir dann so aus, indem wir dann die schwarzen Lucky Blöcke, die sehr, sehr stark angeschlagen wurden, einfach finishen. Also komplett dann kaputt machen. Sobald ihr dann erstmal alle angeschlagen habt, könnt ihr einfach weiterfarben. Vielleicht kriegt ihr ja noch einen weiteren Lucky Block. Vielleicht kriegt ihr ein paar Rainbow Lucky Blöcke, mit denen ihr erstmal weitere schwarze Lucky Blöcke bekommt. Aber merkt euch das, sobald ein neuer schwarzer Lucky Block spawnt, macht ihn sofort auf 50 bis 20Q HP runter. Sehr, sehr wichtig. Weil sonst läuft die Gefahr, dass ihr den doch nicht schnell genug kaputt machen könnt. Und das ist halt nicht gut. Durch hier ist ein neuer gespawnt. Den bauen wir auch direkt erstmal ab. Wir bauen ihn nicht ab, sondern schlagen den runter auf 50Q ungefähr. Kann natürlich ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sein. Ist immer so Gefühlssache. Natürlich will auch ein bisschen mehr HP lassen immer, damit ihr den nicht aus Versehen abbaut. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe gerade einen aus Versehen abgebaut, ehrlich gesagt. Ich habe gerade so einen Sound gehört. Das hat sich angehört, als ob ich gerade aus Versehen einen abgebaut habe. Aber wenn ihr einfach nur dran vorbeiläuft, baut ihr die auch schon langsam ab. Deswegen würde ich an meiner Stelle erstmal, beziehungsweise mit meiner Stärke, erst anfangen, langsam abzubauen, sobald ich bei Minute 3 bin. Wenn ihr halt ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer seid als ich, könnt ihr immer so eure Zeiten anpassen, je nachdem, wie ihr euch findet. Und tatsächlich, ich habe außerdem was abgebaut und ich habe das Strong Pets 6 Buch bekommen. Was gut ist, habe ich eins bisher? Ja, doch, tatsächlich, ich habe schon ein paar. Deswegen anfangen kann ich jetzt gerade nicht. Ich könnte theoretisch mir erstmal gleich ein Strong Pets 7 Buch zusammen craften, dank dem Job, und ich habe dort einen weiteren abgebaut. Deswegen, Leute, bisschen mehr HP lassen. Und damit 5 Buch ist stabil. Beziehungsweise nicht unbedingt mehr HP lassen, aber sich auch mehr Zeit lassen, dass man später anfängt, den auch abzubauen. Weil ich schwöre, ich baue die gerade alle aus Versehen ab. Ich habe gleich erstmal den dritten Lucky Block aus Versehen abgebaut. Wegen Autotap, weil ich dann vorbeigelaufen bin. Deswegen müssen wir gleich schon anfangen, alles abzubauen. Wenn ihr es besser macht, kriegt ihr natürlich auch mehr hin. Zum Beispiel, ich versuche gerade noch, den weiteren letzten Lucky Block hin zu bekommen. Und wir haben den dritten abgebaut. Okay, jetzt den vierten abgebaut. Den fünften abgebaut. Dort hinten nochmal den sechsten. Dann erstmal dort den siebten. Und jetzt versuchen wir erstmal gleich den achten hier hinten abzubauen. Wir sammeln nebenbei dann
Feuer nochmal. Die Drops für den auf und wir kriegen nicht den 8. leider hin. Schade. Ja gut, der hat ein bisschen mehr HP noch. Der hätte noch 200 QHP. Einer Fehler von mir, sage ich ehrlich. Aber wir haben dann erstmal unsere Zahl trotzdem verdoppelt von schwarzen Lockyböcken, die wir durch ein Event bekommen können. Und warum die Methode sich lohnt, ist ganz einfach, Leute. Der Cooldown liegt bei 3 Stunden. Und ich meine, wenn ihr erstmal doppelt bis dreifach so viele schwarze Lockyböcke mitnehmen könnt, geht natürlich auch doppelt bis dreifach so viele gute Sachen. Ich meine, ich habe gerade wortwörtlich ein Diamond 6 Buch bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich habe das halt wirklich gerade eben gedroppt bekommen und das alleine sind schon 500.000 Coins. Und das ist echt ordentlich. Ihr könnt auch seltene Tränke bekommen, wie zum Beispiel hier ein Damage Potion habe ich auch gedroppt bekommen. Oder hier auch Cocktails könnt ihr gedroppt bekommen. Sehr, sehr ordentlich. Ihr kriegt auch sehr viele Bundle of Toys im Verlauf, ist mir aufgefallen. Und ab und zu auch Giftpacks, die wir auch erstmal öffnen können. Da sehen wir aber leider nichts bekommen. Die helfen euch aber auch sehr tatsächlich beim Farmen von Gems oder Items oder auch Coins. Deswegen, das lohnt sich auf jeden Fall immer alle 3 Stunden den schwarzen Lucky Block Event zu machen. Und am besten so viele schwarze Lucky Blöcke, wie es nur geht, dadurch zu farmen. Denn mit der Methode habe ich so ziemlich 1 Million Gems innerhalb von circa 15 Minuten gemacht. Und das ist schon sehr gut. Kommt halt nur drauf an, wie viel Glück ihr habt. Ein Secret, mit dem ihr auch erstmal richtig viele Gems machen konntet, ist die Advanced Dig Site, Leute. Da können wir erstmal reingehen. Und was ihr erstmal hier sehen werdet normalerweise, ist erstmal hier neben dem Schild ein Eimer. Den sehe ich nicht. Und das ist ganz einfach, warum ich den nicht sehe. Denn der Glitch, mit dem man erstmal unendlich Gems oder auch die Soßeneimer, so wie wir die nennen, bekommen konnte, wurde aus irgendeinem Grund gestern, also am 23. gefixt. Verstehe ich nicht warum, aber mit dem Glitch konntet ihr wortwörtlich unendlich Eimer bekommen. Da seht ihr, ich habe 2 Eimer alleine in meiner Smallbox. Das ging ganz einfach, ihr musstet einfach nur eure Eimer in der Smallbox werfen, dann wieder in die Dickside reingehen und erstmal einen neuen Eimer wieder rausholen. Ich weiß persönlich echt nicht, warum die das gefixt haben, aber ja, keine Ahnung, Eimer sind eh nichts mehr wert, 27k, ja, ist nicht die Welt. Mittlerweile Soße farmen lohnt sich auch nicht so sehr, ne? Da seht ihr, Bucket of Magic kostet ungefähr so viel wie ein normaler Eimer, 27k. Normaler Eimer kostet sogar mehr als 27k, also keine Ahnung, Leute, warum die das gefixt haben. Aber mit dieser Soße könnt ihr erstmal bei der Magic Machine mit 5 Soßen den Charmstone craften. Natürlich könnt ihr auch erstmal hier diese Shards aus der Angel-Area benutzen, aber mit 16 könnt ihr erstmal euch eine Huge Potion ercraften und mit 50 erstmal ein Magic Orb Buch. Das Magic Orb Buch war aber am Anfang 12 Millionen Gems wert, 28 Soße, 7 Millionen Gems. Wir haben jetzt gleich 50 Bucket of Magics. Oh mein Gott, okay, warte, ich craft mal so ein Buch. Mal gucken, wird das Buch gut sein oder Trash? So, let's go. Magic Machine, 50 Dinger. Magic Orb Buch, 11,8 Millionen. Wenn wir die so verkaufen würden, hätten wir bei Rap Value 12,4 Millionen. Das heißt, es lohnt sich sogar wirklich mehr, auf das Buch zu gehen, weil da kannst du, glaube ich, overpricen und Leute werden das kaufen. Als Buch wird sich, glaube ich, auf jeden Fall mehr lohnen. Okay, ich habe gecraftet und ich sehe in meinem Inventar, das kostet jetzt einfach 1,34 Millionen. Das hat eine Zeit lang sogar nur noch 900k Gems gekostet. Aber jetzt, wo sie halt gefixt haben, kostet das halt wieder ein bisschen mehr Gems, weil es eben ein bisschen seltener geworden ist. Wie die Methode aber erstmal funktioniert hat, ihr habt euch erstmal sehr, sehr viele Eimer gedupt, dann seid ihr erstmal als nächstes einfach runtergebuddelt. Ihr habt euch wortwörtlich einfach nur in die Areas runtergebuddelt, bis ihr halt einen Pool voll mit Soße findet. Natürlich könnt ihr nebenbei nochmal die Kisten mitnehmen, die sind aber nicht so wichtig. Es geht halt wortwörtlich nur um die Magiepoole. Beziehungsweise, wie wir die nennen, Soße. Okay, jetzt habe ich endlich erstmal einen Soßenpool gefunden. Ich habe ultra lange buddeln müssen. Aber hier haben wir erstmal sogar einen mehr oder weniger großen Pool. Nicht wirklich groß, es gibt größere, wo teilweise fast 30 Soßen sind. Das Problem ist aber, wir können nicht alle mitnehmen. Wir müssten jetzt theoretisch, damit wir erstmal unendlich wieder bekommen können, 2 Accounts machen und die dann erstmal auf unseren Hauptaccount rüber traden. Und das ist halt echt mies Trash. Es gibt ja gar keine andere Methode, um die einmal zu bekommen. Das ist nicht so, als ob man die irgendwo gedroppt bekommt. Oder dass man, wenn man jetzt erstmal wieder rausgeht, hier einen weiteren bekommt. Wie gesagt, der ist einfach weg und ich kann keine mehr bekommen. Ich habe verkackt. Ich kann jetzt die gesamten Magiedinger nicht mitnehmen. Daher ist quasi die gesamte Dickside-Area, die Advanced Dickside, nutzlos wieder geworden. Wenn man eben nur einen Eimer bekommt und den Eimer kriegt man ja nirgendwo her. Hier muss man sich jetzt quasi ertraden, was sich nicht wirklich lohnt. Aber wie gesagt, Leute, Crafter Felix und ich haben am Tag des Updates diesen Glitch natürlich sehr ausgenutzt. Und ich meine, ich habe damit sogar den gesamten Huge Pet plus nochmal Ads mir ertraden können. Magic Orb Buch gegen Huge Scarecrow Cat 7 Millionen Gems. Hul Corgi 160k Gems. Emoji Dog 320k Gems. Hologramm Tiger 200k Gems. 2 Orange Axolotl 400k Gems. 3 Cosmic Axolotl 500k Gems. Rave Crab 260k Gems. Red Zone Cat 190k Gems. Das sind ungefähr so 2 Millionen Gems insgesamt. Und dann nochmal Exclusive X-Mess Egg 3 Millionen. Das heißt, ich habe ca. 12 Millionen gegen 11,8 getradet. Ungefähr. Vielleicht ein bisschen mehr sogar. Ihr könnt theoretisch
theoretisch immer noch die Magie für die Magic Machine zusammensammeln. Das aber nicht durch die Eimer, sondern durch die Kristalle, die ihr erstmal in der Advanced Fishing Area bekommt. Das Problem dabei ist halt nur, dass die extrem selten sind. Das Gute daran ist aber immerhin, dass im Vergleich zu der Advanced Dig Site hier die Möglichkeit besteht, das Huge aus dieser Area zu bekommen. Das Problem ist halt, es ist halt wirklich schwer, hier irgendwas zu machen. Ich meine, schaut mal, wie schnell ich klicke. Also ich klicke jetzt nicht langsam, ne? Ich klicke halt vernünftig so. Und es dauert halt ewig, bis es rausgeholt wird. Deswegen, ihr braucht einen Autoklicker, wenn ihr erstmal angeln wollt. Und ich meine, wenn ihr AFK angeln wollt, was sogar jetzt machbar ist, dadurch, dass das Angelminispiel verändert wurde, könnt ihr theoretisch über Nacht angeln, diese Magic Shards bekommen und wenn ihr Glück habt, den Huge Poseidon Corgi bekommen. Das ist mit dem Huge Fossil Dragon nicht möglich. Den könnt ihr nicht AFK bekommen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass Sachen, die ein bisschen besser sind, bisher seltener sind, viel schwerer sind, rauszubekommen, beziehungsweise länger brauchen, um zu angeln. Aber ja, das könnt ihr erstmal mit Tiny Task automatisch machen, nämlich wollt ihr dann erstmal einen kleinen langsamen Klick machen und dann sobald erstmal einen Fisch angebissen habt, wollt ihr erstmal klicken und dann sehr oft klicken, sehr, sehr oft klicken. Sobald ihr dann erstmal sehr, sehr oft geklickt habt, macht ihr ein bisschen Pause, dann klickt ihr nochmal, macht wieder ein bisschen Pause und dann klickt ihr nochmal und das dann immer so weiter. Und so könnt ihr theoretisch euch über Nacht die Magiekristalle plus um einem Huge Poseidon Corgi erangeln. Ein kleines Secret, was es auch noch gibt, ist in Area 79, glaube ich, bei der Advanced Dig Site. Nämlich könnt ihr erstmal mit dem Hoverboard hier hochspringen. Genau. So, perfekt. Ach, verdammt, ich bin wieder runtergefallen. Warte mal kurz. So, jetzt erstmal. Krieg das nicht hin. Okay, ich hab's hinbekommen. Perfekt. Könnt ihr erstmal hier um die Ecke. Ah! So, um die Ecke. Ich krieg das nicht hin. So, um die Ecke springen. So, ich hab's endlich hinbekommen. Dann geht ihr wieder auf euer Hoverboard. Oh, knapp, 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 knapp. Warte, ich dreh mich mal. Ich versuche mich zu drehen. So, dann Hoverboard auszuwählen. Erstmal da reinzuspringen. Oh mein Gott, war das knapp. Und wir könnt ihr da reinspringen. Und dann seht ihr erstmal hier einen der Developer hinter so einem kleinen Busch sich verstecken. Dann hier mit einer kleinen Mäusefalle mit einem Bohnentoast unter dem Karton. Das ist halt eine Anspielung auf den Tweet zu der zukünftigen Bohnenwelt. Auf dem Bild sehen wir nämlich erstmal für den 99 Weißung. Problem ist einfach nur ein Platzhalter. Macht euch darüber keinen Kopf. Aber wir sehen erstmal hier einen Toast, worauf Bohnen sind. Und das soll halt anscheinend eine neue Area sein, die aber erst rauskommt. Das heißt, die ist noch nicht im Spiel drin, irgendwo im Secret, sondern die kommt erst nochmal ins Spiel rein, in den zukünftigen Updates. Dann haben wir nochmal ein kleines Secret am Ende des Spiels. Nämlich, Leute, gibt es hier am Ende des Spiels eine Rakete, Leute. Ende der 99. Welt gibt es eine Rakete. Da können wir auch erstmal E drücken. Da steht Preparing for Launch. Bedeutet, wir bereiten uns auf den Start vor. Das scheint zumindest für mich eine Anspielung zu sein auf... Ah, ich flieg runter, verdammt, das wollte ich nicht. Auf jeden Fall, das kommt für mich vor, als ob es eine Anspielung auf Pets Water 1 ist. Nämlich, wenn wir erstmal in Pets Water 1 gehen und uns erstmal zum Ende der ersten Welt teleportieren, dann sehe ich, hier vorne gibt es auch eine Rakete. Außerdem liege ich tot auf dem Boden. Was war das denn gerade? Hier hinten gibt es auch eine Rakete. Und wenn wir zu der Rakete gehen, können wir dort auch E drücken. Und wenn wir E drücken, landen wir in einer Mondwelt. Und meine Theorie ist, dass exakt das gleiche in Pets Water 99 rauskommen wird in den zukünftigen Updates. Ein Secret, was auch dazu kam, war, dass wenn ihr zum Ende der neuen Map geht, beziehungsweise zum neuen Ende der Map geht, nämlich der Rakete, dort dann erstmal auf euer Titanic Silver Dragon steigt, was wahrscheinlich viele Leute von euch nicht haben, bin ich ehrlich. Selbst mir gehört dieser Titanic Silver Dragon nicht. Den habe ich selber ausleihen müssen. Und ihr wollt ihr dann erstmal hier oben in die Kuppel reinfliegen und ihr werdet sehen, dass ihr auch natürlich ohne Probleme reinkommt, aber ihr werdet auch sehen, dass das gesamte Big Games Team... Ah, nein! Auf jeden Fall seht ihr, dass das gesamte Big Games Team hier sich in einem Kreis um Preston versammelt hat. Und in der Mitte ist dann Preston, der seine Arme oben hält, mit einem Schein um sich rum. Und wenn wir in den Schein reingehen, passiert nichts. Kommen wir jetzt aber zum Titanic Dupe Glitch. Nämlich bin ich gerade auf meinem Titanic Trading Account. Und ihr seht erstmal, hier ist mein Hauptaccount daneben. Wir können erstmal hier Show Other Pets anmachen. Und wenn wir das anmachen, werden wir sehen, dass hinter mir ein Titanic Silver Dragon ist. Den können wir mir erstmal auf meinen zweiten Account rüber traden. Was ihr sehen werdet ist, dass ihr natürlich ganz normal bekommen. Außerdem hat einen Royalty Charm. Das ist schon ziemlich wild. Aber es geht eigentlich darum, wir können jetzt erstmal auf den reiten, ne? Ganz normal. Wir können sogar ein bisschen fliegen, ne? Ihr seht ja hier. Wir können sogar mit dem fliegen. Das ist ganz schön und so. Und das können wir aber erstmal dupen bzw. replizieren. Nämlich geben wir jetzt erstmal, während wir auf unserem Titanic Pad reiten, erstmal unserem Hauptaccount die Titanic Silver Dragon wieder zurück. Und wenn wir dann erstmal, sobald der Trade vorbei ist, in die Trading Plaza gehen, werdet ihr erstmal sehen, dass etwas sehr Witziges passieren wird. So, jetzt gehen wir erstmal hier in die Trading Plaza. Einfach in die normale rein, ist egal in welche. Und hier ist
alles normal. Aber wenn ich jetzt erstmal wieder auf den Hauptserver gehe, werdet ihr jetzt was Lustiges sehen. Nämlich reite ich nicht auf dem Titanic Silver Dragon aus irgendeinem Grund. Nämlich konnte man mit der Methode erstmal auf dem Titanic Pad reiten, obwohl man das nicht mal im Inventar hatte. Ich habe selber sogar bei mir erfahren. Aber auch wenn man das Titanic nicht mehr dupen kann, kann man trotzdem ein paar wilde Sachen mit dem Titanic machen. Nummer eins ist natürlich erstmal, ihr könnt erstmal über die gesamte Welt fliegen. Das heißt, ihr könnt auch erstmal hier hinten hinfliegen, zu dieser Insel, wo ihr normalerweise nicht hinkommt. Beziehungsweise zu dieser Sandinsel, wo ihr irgendwie durch das Wasser auch immer durchfliegt. Und irgendwie, hä? Okay, ich bin jetzt einfach wirklich im Stairway to Heaven. Was ich eigentlich machen wollte, war euch zeigen, dass ihr euch erstmal natürlich durch die gesamten Welten fliegen könnt. Mit dem Titanic Silver Dragon. Eine Sache, die ihr außerdem machen könnt, die ziemlich cool ist, ihr könnt bei der Classic Obby als Beispiel, beziehungsweise bei jeder Obby, mit dem Titanic Pad da rein. Falls ihr es noch nicht wusstet, Leute, ihr könnt ja auch mit dem Hoverboard reingehen, indem ihr einfach nur in die Obby reingeht und erstmal die ganze Zeit auf dieses Hoverboard-Icon spammt. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr dann erstmal in der Classic Obby das Hoverboard. Ich habe das jetzt leider nicht, aber der Glitch, den ich eigentlich zeigen wollte, mit dem Titanic Pad hat funktioniert. Ihr seht, ich schwebe hier in der Luft auf einem unsichtbaren Titanic Pad. Und dadurch, dass es jetzt Titanic Silver Dragon ist, seht ihr, ich kann hier einfach bis zum Ziel rüber schweben. Das heißt, wir haben die Obby innerhalb von verdammt. Warte, wir probieren es von neu. So, jetzt aber innerhalb von einer Sekunde, fast zwei Sekunden geschafft. Das ist eigentlich der eigentliche Glitch, den ich euch zeigen wollte. Aber es geht natürlich auch mit dem Hoverboard, indem ihr einfach nur die ganze Zeit das Hoverboard spammt, bis ihr reinkommt. Theoretisch könnt ihr euch damit auch erstmal zum Stairway to Heaven teleportieren. Das funktioniert aber leider nicht so einfach. Es funktioniert eigentlich einfach. Ihr müsst nämlich einfach nur zu den Pyramiden hier hinfliegen. Dann erstmal bei dem kleinen Schlitz, der hier irgendwo sein sollte, da hinten ist er, einfach reingehen. Genauso wie bei der Methode vorhin. Einfach aufs Hoverboard steigen und runterfliegen. Sobald ihr dann unten seid, werdet ihr beim Stairway to Heaven mit eurem Titanic Pad dort sein. Und könnt dann hier tatsächlich hochfliegen. Das Problem ist aber nur, es geht halt nur bis zu einer bestimmten Höhe. Wenn ihr bei einer bestimmten Höhe seid, geht es nicht mehr, leider Gottes. Und man kann halt auch nicht so einfach hochgehen, weil natürlich, man ist sehr, sehr schnell mit dem Titanic. Problem ist aber, es gibt irgendwie einen Höhenlimit, einen Height-Limit oder sowas, weswegen es sich einfach nicht weitermachen lässt, aus irgendeinem Grund. Das nächste Secret ist echt interessant, Leute, denn falls ihr nicht wusstet, goldene Rainbow-Shiny-Pads sind stärker als normale Pads. Das kann ich kurz zeigen, indem ich erstmal hier den normalen Emoji-Monkey auswähle. Den platzieren wir einfach mal ganz schnell auf. Diese Box hier, ihr seht, er macht 13,4 Q-Damage. Wenn ich ihn hier drauf packe, macht er auch nur 13,4 Q-Damage. Das heißt, es tut sich nichts. Egal, wo ich ihn hinpacke. Wenn ich den dann aber erstmal unequippe und den mit einem Shiny austausche, werdet ihr sehen, ich werde nicht mal 13,4 Q machen, sondern 18,8 Q. Und das ist genauso bei Rainbow Pads. Ich zeige das nochmal ganz kurz anhand von einem anderen Exclusive, nämlich der Emoji Cat, die normale macht 12 Q ungefähr. Ja, okay, doch, so ziemlich 12 Q. Die in Shiny macht dann aber 16,8 Q. Warte, ich zeige es nochmal hier dran. Da seht ihr 16,8 Q. Und die in Rainbow macht dann erstmal 19,2 Q. Also da seht ihr es, Leute, tatsächlich normale Pads machen weniger Schaden als die gleichen Pads in Gold, Shiny oder Rainbow. Der nächste Glitch ist auch ziemlich witzig, nämlich konnte man sich dort unendlich Titanic und Huge Pets mit der Daycare glitchen. Falls ihr sie nicht kennt, das ist einfach ganz normal hier eine Station in der, ich glaube, 20. Area oder so. Da könnt ihr erstmal eure Pets reinmachen und die dann erstmal für Rewards rausholen. Ihr seht, ich habe 35 Vibrant Toucans in Rainbow drin. Wenn ich die claime, kriege ich erstmal hier 83k Gems, paar Potions, paar Items und so weiter und so weiter. Aber am Anfang von der Pets 99 Zeit, das heißt irgendwie die ersten zwei Wochen oder vielleicht auch sogar nur die erste Woche, in der konnte man auch Huge Pets und Titanic Pets in die Daycare reinwerfen. Und nicht wie hier einfach nur seine besten Pets. Und was man dort machen konnte, ist, wenn man natürlich wie ich erstmal die Huge Pink Balloon Cat hat oder noch sogar besser eine Titanic Banana hat, dann konnte man die erstmal in die Daycare reinwerfen, dem Spiel neu joinen und man hatte dann einfach zwei Huges Titanics oder was auch immer, also diese Merch Pets, diese UGC Item Pets und trotzdem immer noch im Inventar, weil man eben neu gejoint ist, einen weitere Huge Pink Balloon Cat. Diese konnte man zwar nicht traden, aber das war schon ein witziger Glitch. Da seht ihr es, Leute, Mr. Nightfox hat damals seine Titanic Banana in die Daycare reingeworfen, ein paar Huge Shellrocks in Gold plus nochmal einer Huge Pink Balloon Cat in seine Daycare reingeworfen, aber wenn er in sein Inventar schaut, sieht er trotzdem dann erstmal die Titanic Banana wieder im Inventar. Und das sah genauso aus für die Huge Pink Balloon Cat. Und man konnte halt sehen, es war halt wirklich eine schlechte Entscheidung zu erlauben, dass bei Titanic, Exclusive und Huge
Huge Pets in die Deka reinwerfen konnte. Eine kleine Sache, die ihr vielleicht auch nicht mitbekommen habt, Leute. Jeden Tag gibt es eine Obby oder ein Minigame, was erstmal gebufft wird im Pets Hunter 99. Heute ist zum Beispiel die Jungle Obby und ich glaube, die bringt einem einfach dreifach so viele Rewards heute. Das heißt, anstelle von 3 Items kriegt ihr dann einfach 9 oder 12 Items. Ich glaube 12 Items, ehrlich gesagt. Bin mir nicht sicher, aber ihr kriegt auf jeden Fall viel mehr Rewards. Ich würde euch sogar empfehlen, das zu machen, weil aus diesen Obbys kriegt ihr erstmal, dadurch, dass ihr eben auch mehr habt, öfter eine goldene Schaufel, beziehungsweise nicht goldene Schaufel, sondern eher die Diamantenschaufel und eben seltene Charms. Deswegen, ich würde euch schon empfehlen, die zu machen. Ich mache die auch immer ab und zu, weil eben, wenn man 4 mal 3 mal, also 12 mal insgesamt, Rewards bekommt, ist eben die Chance viel höher, eine Diamond-Schaufel zu bekommen, als wenn man die natürlich normal macht, die Hobby. Das heißt, 3 mal nur bekommt. Und ihr seht, ich bekomme tatsächlich nur 9 Items, nicht 12 Items. Aber 9 Items gehen klar, finde ich ehrlich. Ist halt so viel besser als nur 3 Items. Schaut euch dann nochmal mein erstes Secret-Video an oder meine Pets unter 99 Playlist an.